Wir bereiten heute, weil ja bald Silvester ist, was vor für Fondue und Raclette. Schöne Soßen werden wir zubereiten und die werden wir jetzt zusammen euch zeigen, wie wir das machen. Wir haben eine Grundbasis. Zum Ersten haben wir hier einmal eine Mayonnaise vorbereitet, eine klassische Mayonnaise. Und das wird jetzt verrührt mit Magerquark, damit es nicht ganz so fett und schwer wird. Und die Geschmackszutaten, die Komponenten sind nachher verschiedene Sachen. Man kann was weglassen, man kann auch selber was zusammenstellen. Und das sind so Dips, da würde ich empfehlen, die auch morgens zu machen, weil damit die richtig durchziehen. Das erste, was ich vorschlagen würde, wäre ein Zwiebeldip, weil der auch etwas durchziehen muss. Dafür nehme ich dann einfach frische Zwiebeln, die klein geschnitten sind, und als Geschmacksträger auch noch etwas Röstzwiebeln dabei. Nicht 1:1, ich würde 2/3 frische Zwiebeln nehmen und 1/3 Röstzwiebeln. Es passt super zu Rindfleisch. Man kann es auch zu Schweinefleisch nehmen. Persönlich finde ich es zu Rindfleisch viel schöner, weil es auch kräftiger ist. Als Zweites werden wir einen Pfefferdip machen, in dem wir verschiedene Pfeffersorten nehmen. Wir haben einmal einen roten Pfeffer, den wir dazu nehmen, und einen Stegpfeffer, das heißt mit verschiedenen Pfeffersorten, die man dazu nimmt. Der ganze Pfeffer, das ist der rote Pfeffer, den wir aus dem Glas haben. Das ist auch schön nicht so hart, ist ein bisschen weicher ist der. Wenn man drauf beißt, kommen nicht sofort die Tränen. Und der andere ist ein Stegpfeffer, der so gemahlener, geschroteter Pfeffer ist, und der gibt so ein bisschen das Volumen in dem Dip. Und das passt hervorragend zu Ente, passt das sehr gut, zu Rindfleisch, aber auch zu Wildgerichten passt dieser Dip eigentlich sehr, sehr gut. Dip Nummer 3 nehmen wir einen Meerrettich-Dip. Ich habe hier einen ganz normalen Tafelmeerrettich. Da nehme ich 2 Esslöffel Meerrettich mit ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Salz, auch auf diese Grundbasis wieder. Und das ist ganz kräftig, das schmeckt ganz lecker, auch bei Rindfleisch wieder. Man kann es auch bei Schweinefleisch, man kann es aber auch bei Geflügel nehmen. Als Nummer 4 werden wir machen einen Paprika-Dip, wo wir frischen Paprika geschnitten haben. In diesem Fall haben wir roten Paprika genommen. Kann man auch grün und gelben nehmen, was man möchte. Die Grundbasis nehmen wir wieder 150 bis 200 Gramm und nehmen dann einfach 4 Esslöffel von den Paprika, von den frischen Paprika, und für 1 Löffel von den gemahlenen Paprika. Und das wird alles vermischt, dass der Dip nachher auch so ein bisschen rosa wird von dem Paprika. Nummer 5, da nehmen wir wieder die Grundbasis mit dieser Mayonnaise und dem Quark und dann etwas Gewürzgurken klein geschnitten und gewürfelte hart gekochte Eier mit Petersilie. Man kann auch ein bisschen Schnittlauch nehmen, wenn man möchte. Das ist so ein Dip, der schmeckt eben durch die Gurken und die Eier so ein bisschen säuerlich, aber trotzdem ganz mild, ist auch nicht scharf. Man kann es gut für Kalbfleisch nehmen, für Schweinebraten oder Schweinefleisch. Eigentlich schmeckt es überall zu. Als Nummer 6 haben wir einen Dip mit Senf und Honig. Wir nehmen dafür 2 Esslöffel mittelscharfen Senf. Und genauso viel Honig nehmen wir auch dazu. Und das Ganze verrühren wir wieder mit 150 bis 200 Gramm von der Grundbasis. Und dieser Dip ist total lecker für Fischgerichte, die man da machen kann, oder auch für Schweinefleisch. Passt das sehr, sehr gut. Also ein milder Dip durch den Honig wird das ein bisschen milder und durch den Senf wieder das Gegenstück. Also ist ein Dip, der richtig, richtig lecker ist. Als letzten Dip haben wir einen komplett anderen. Wir haben das mal ohne diese Grundbasis gemacht. Wir haben da einen Chutney gemacht. Hier haben wir einfach Marmelade praktisch eingekocht und es wird mit Gelierzucker gemacht. Und dann habe ich verschiedene Früchte genommen. Da braucht man sich auch nicht festlegen, was man für Früchte nimmt. Es schmeckt lecker Ananas damit rein, also eine süße Variante. Man kann auch Äpfel, mit Äpfeln geht immer. Ich habe hier noch ein bisschen Heidelbeeren mit reingegeben. Man kann Birnen mit reingeben, da kann man also spielen, wie man will. Es bietet sich eigentlich jede Marmelade an. Wenn man zum Beispiel die Erdbeermarmelade hat, dass man noch einen kleinen Schuss Essig reingibt, damit man noch einen anderen Geschmack mit reinbekommt. Und an Früchten kann man nehmen, was man möchte. Hier habe ich jetzt Chili mit reingegeben, damit es ein bisschen schärfer ist. Ingwer ist auch etwas schärfer. Man kann auch ein bisschen Curry noch mit reingeben. Ne? Das ist aber Geschmackssache. Es gibt ein ganz anderes Bild, schmeckt auch mal ganz anders. Schmeckt super, super zu Fisch, schmeckt super zu Geflügel. Man kann auch ihn einfach so eindippen mit Brot. Schmeckt auch lecker, damit man mal was ganz anderes bekommt.